Und damit hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge des Command & Conquer Alarmstufe Road. Zwei Let's Plays, wo wir ja gerade hier auf dieser Brücke endlich eine vernünftige Death hinstellen wollen. Und ich gespannt bin, ob ich die Scheiße hier geschissen kriege. Mit einer vernünftigen Death. Indem ich hier möglichst viele Türme jetzt hinstelle und hoffe, dass dann nichts mehr hier drüber laufen kann. Das ist jetzt der Plan. Das hier ist mir egal. Und ich brauche definitiv noch mehr Tesla-Türme. Mann, Mann, Mann. Schau ich mal ab, was der hier alles schickt. Was übertrieben ist das bitte? WTF. Okay, dahin. Produktion läuft. Oh Mann, ey. Der da muss sterben. Sehr gut. Okay, es scheint bald zu reichen. Alter, geht einfach nur. Schick mir halt mal Bodentruppen ohne Ende, ne? Hauptsache, ich mach mal ein dummes Gesicht. Produktion abgeschlossen. So. Da noch einer hin. Produktion läuft. Ich werde definitiv noch ein paar mehr Tesla-Türme hier hinstellen. Damit ich auch wirklich sicher bin, dass hier am Ende auch alle sterben, die hier kommen. Dann wird es auch hier jetzt gleich langsam Ruhe sein. Produktion. Und dann kann ich mir gleich die Arbeit machen, die Karte hier endlich komplett zu erkunden. Mann, Mann, Mann. Produktion abgeschlossen. So, da noch einen. Produktion läuft. Es scheint langsam zu reichen. Wie übertrieben einfach, ne? Aber schön, dass er jetzt hier in meine Dingens reinläuft. Dann kann ich jetzt meine Sammler langsam mal woanders hinschicken. Ich wäre geneigt, mit den Basis steht Sammlern Beschuss. Das hier mal abzubauen. Wieso steht meine Basis unter Beschuss? Und wo, was, wer, wen? Produktion abgeschlossen. Einheit verloren. Okay. Warum verliere ich hier Einheiten gerade? Ist hier noch in dem Gebäude was drin? Aber hier ernsthaft noch Panzer rumfahren. Okay, der kommt da noch hin. Also ich bleib dabei, ich habe jetzt meine ganzen Sammler hier hochgeschickt. Wir nehmen das Erz jetzt hier mit. In der Hoffnung, dass das sinnvoll wird. Und wir produzieren jetzt langsam aber sicher wieder diese beiden Panzer in Masse. Damit wir dann bald hier einen vernünftigen Angriff starten können. So, ihr geht jetzt hier erkunden. Die Sammler machen genau das, was sie sollen. Und dann haben wir doch, so wie es aussieht, bald die schlimmsten Probleme gelöst, hoffe ich doch mal. So, ihr dahin. Übertrieben, er hört halt auch nicht auf, ne? Er hört nicht auf. Es ist ihm scheißegal. Er schickt einfach unendlich viel in diese Def hier rein. Und fragt sich halt wirklich, wie dumm kann ein NPC sein? Und die Antwort ist ja. Aber egal. Die Sammler sind alle auf dem Rückweg. Ne, noch nicht. Die sind alle hier. Ah, perfekt. Habe ich noch mehr wertvolle Ressourcen? Da hätte ich dann noch welche. Das Ende aller Tage ist da. Das gucke ich mir gleich an. Weil ich hatte ja das Problem, dass ich fast keine Ressourcen mehr auf der Minimap hatte. Und das Problem können wir ja jetzt quasi im Angriff nehmen. Bevor wir dann irgendwann mal über diese Brücke hier fahren und versuchen, da einen Angriff zu starten. Ausgezeichnet.
Ja, hier sind dann nochmal Erze. Produktion abgeschlossen. Aber so von der reinen Theorie her würde ich sagen. Produktion läuft. Da kann noch einer hin. Ingenieur. Training. Würde ich Folgendes sagen. Wir klicken gleich nochmal hier hin, tun das abbauen, sobald das Erz hier alle ist. Und danach lasse ich die wieder auf der Karte rumfahren, wie sie Bock haben. Danach kann ich es dann eh. Also. Danach sehe ich keine sinnvolle Beeinflussungsmöglichkeit mehr. So, stehe ich jetzt hier noch eine Reihe dahinter oder nicht? Bin halt unentschlossen, weil der hier so. Übertrieben viel schickt. Was der Ingenieur? Ich glaube, das war der Ingenieur, oder? Ja, war er. Perfekt. Dann du das da erobern. Du kannst mit nach da hinten gehen. Einheit bereit. Ja, ich baue noch mehr Türme. Scheiß drauf. Die Frage ist. Wie viele Ressourcen hat er denn, dass es hier auch nicht aufhört? Ich meine, ich müsste das Gebäude irgendwann mal wegkriegen, aber ich habe keine R. Aber ganz ehrlich, so ein Arsch voll Ressourcen für eine Dev will ich auch mal haben. So, verteilen sich die Sammler jetzt schon wieder oder fahren die erstmal alle wieder nach da oben? Einheit bereit. Ich weiß es noch nicht. Anscheinend haben die sich schon wieder angefangen zu verteilen. Bin mir nicht ganz sicher. Ich werde gleich, sobald die hiermit fertig sind, werde ich die nochmal dahin schicken. Und danach können sie dann wirklich machen, was sie wollen auf der Karte. Und hier stelle ich jetzt noch zwei Türme hin. Abgeschlossen. Produktion läuft. Und dann reicht mir diese Dev hier auch. Und da muss ich mir noch überlegen, wann ich jetzt hier wie den Angriff gestalte, aber ja. Ja, ich weiß nicht, was ich Sinnvolles hier zu sagen soll. Jetzt mal ernsthaft. Es ist einfach nur ein bisschen übertrieben. So, wie sieht es bei euch hier aus? Das passt. Einheit bereit. Produktion abgeschlossen. So, und danach hin und Ziel wählen. Dann hier noch einmal das Spionageflugzeug. So, die Sammler sind jetzt quasi fertig. Genau, perfekt. Und jetzt ist die Frage, wo fährst du hin? Genau. Ich schicke sie jetzt einmal von Hand hier hin, alle. Und danach muss ich nur kontrollieren, ob die sich dann vernünftig verteilen. Erobert. Zusätzliche Ressourcen verfügbar. Ja, wunderschön. Einheit bereit. Okay, das wird definitiv ein spannendes Unterfangen werden, hier durchzukommen. Das steht schon mal fest. Egal, wir haben die Map-Hoheit. Das ist erstmal das Wichtigste. So, und jetzt muss ich bloß gleich gucken. Dass sobald das Erzfeld hier aufhört, kann es sein, dass einzelne Sammler dann rumstehen. Wenn das der Fall ist, schicke ich die dann hier hin. Die dann rumstehen. Aber ansonsten würde ich ab jetzt keinen Sammler mehr irgendeinen Befehl erteilen. Und einfach nur über die Ressourcen glücklich sein. Und warte darauf, dass er hier irgendwann mal keine Ressourcen mehr hat, um mich anzugreifen. Auch wenn ich glaube, dass das mehr Wunschdenken ist. Der Stolz der Arbeiterklasse. Ja, wir werden natürlich irgendwann, wenn die Armee hier groß genug ist, werde ich schon noch angreifen. Macht euch da keine Sorgen. Aber momentan. Ist es meiner Meinung nach nicht die beste Idee. Und vor allem, ich muss ja auch hier wieder damit rechnen, dass 1, 2, 3 Einheiten mindestens übernommen werden. Einheit bereit. Wenn nicht sogar 4, bevor ich hier weiterkomme. Also, naja.
Naja. Kriegssammler hier. Ich glaube trotzdem, dass es diese Folge nichts mehr wird mit dem Angriff. Ich denke schon, das wird eher nächste Folge was werden. Ich mach mal ein Safe Game. Einfach nur für den Fall der Fälle. Was zum Fick? Ich komme nicht drauf klar, was das hier für eine komische Mission ist. Ehrlich jetzt mal. Ich konnte echt so nicht so wirklich drauf klar. Ziel wählen. Erkunden wir auch noch diese Ecke mit dem Spionageflugzeug, wenn es denn geht. Ja, wird gehen. Perfekt, da sehe ich hier noch, was hier abgeht. Und dann fehlt mir eigentlich bloß noch diese Ecke hier und hier wird wahrscheinlich nichts Besonderes sein. Dann sehe ich zumindest schon mal seine komplette Base und kann mir angucken, was er hier für schöne Menschenmassen sinnlos in meine Dev schickt. Einheit bereit. Ich weiß wirklich nicht, was ich dazu sagen soll. Wir sind bewaffnet. Also witzig wäre, wenn ich es wirklich schaffe, dass er irgendwann keine Ressourcen mehr hat. Aber sind wir ganz ehrlich, so bei dem, was hier abgeht. Ich glaube, der hat Infinite Ressourcen oder er hat einfach so eine große Ressourcenmenge, dass das so schnell nicht passieren wird. Ich weiß es nicht. Theoretisch gesehen müsste er ja irgendwann mal nichts mehr haben. Praktisch. Siehst du gar nicht danach aus. Einheit bereit. Ja, doch gleich, wenn ich wirklich einen Angriff starte, einfach nur da drauf klicken oder da drauf klicken. Oder einfach nur hoffen, dass die es schaffen, so weit durchzukommen, dass eins von, also dass wenigstens ein, also diese drei Gebäude weg sind. Vielleicht kriege ich das noch weg. Aber erstmal überhaupt nicht weiter drüber nachdenken. Er wäre das Gebäude da noch sinnvoll, nachdem dies, das drei hier weg ist. Aber überhaupt nicht drüber nachdenken, was der mir alles entgegenschickt, weil die Dev schafft das eh. Und solange wie er meine Armee nicht angreift, wird es mir dann egal sein. Aber gegenwärtig, na, glaube ich, wird es erstmal noch eine Weile dauern, bis ich überhaupt so viel habe, dass ich sage, das ist sinnvoll. Vielleicht nächste Folge. Vielleicht. Kriegssammler hier. Sonst achten wir hier schön drauf, dass keiner von den Sammlern stehen bleibt und nichts mehr tut. Einer fehlt. Spionageflugzeug bereit. Ach, die sind schon wieder hiermit beschäftigt. Okay. Spionageflugzeug. Ziel, na dann. Was ist denn hier? Einheit bereit. Achte doch mal auf das schöne Fotogeräusch, die das Flugzeug gleich macht, wenn es anfängt. So klack, 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 klack. Müssen wir drauf achten. Da war es. Einmal kurz zu hören. War doch mehrmals zu hören, aber ja, hier war nichts weiter. So, und jetzt interessiert mich eigentlich nur, wie clever sind die Sammler? Schaffen die es jetzt, dass sie sich nicht wieder hier irgendwann hinstellen oder arbeiten die gemütlich die Ressourcen runter oder? Da bin ich jetzt eigentlich am meisten gespannt. Wunderschön. Und es hört auch nicht auf, ne? Aber es war definitiv eine der besseren Ideen,
hier mit dem MBF hochzufahren und hier oben zu deffen. Ich glaube, alles andere wäre einfach nur dumm gewesen. Das war, glaube ich, tatsächlich relativ clever. Ach ja, so wie sieht's hier aus? Was macht die Sammler jetzt? Wir stärken die sowjetische Wirtschaft. Zwei fahren dahin. Kriegssammler hier. Ihr fahrt hier hin. Okay. Wir stärken die sowjetische Wirtschaft. Jetzt ist die spannende Frage: Was macht dieser Sammler? Der Stolz er fährt tatsächlich auch weiter. Okay. So dumm scheinen sie gar nicht zu sein. Wenn sie Ressourcen auf der Karte sehen, sind sie anscheinend gar nicht so dumm, wie ich manchmal glaube. Einheit bereit. Wir stärken die sowjetische Wirtschaft. Wir sind bewaffnet. Ja, und ich würde sagen, nächste Folge starten wir denn hier einen Angriff, dann sollte ich hier genug haben, um hoffentlich wenigstens die beiden Tower und das Ding kaputt zu bekommen. Wenn nicht, mache ich ein dummes Gesicht, aber das ist der Plan. Also die beiden Tower und das Hauptgebäude, das wäre der Plan, was kaputt sein soll. Ob es klappen wird, keine Ahnung, wir werden es rausfinden. Und in der Zeit können wir uns ja noch gemütlich angucken. Einheit bereit. Wie hier einfach die gegnerischen Einheiten sich in Masse an den Towern versuchen. Dabei gibt es so eine einfache Variante. Er müsste doch nur R bauen. Einheit bereit. Also damit ihr es wisst, ich weiß ganz genau, dass das hier eine total beschissene Dev gegen R ist. Ne? Aber dazu müsste er ja erstmal auf die Idee kommen, eher zu produzieren, und da das der NPC nicht machen wird, da er ja dumm ist, können wir hier auch ganz gemütlich weiter so machen. Oh Mann. Einheit bereit. Ich weiß echt nicht, was ich hier echt noch zu sagen. Das ist einfach nur so dumm. Ah gut, ich bin ja auch nicht viel besser. Ich sammle hinten ja auch meine Armee und greife nicht an. Obwohl, eigentlich ist das die clevere Variante. Ach egal, ich bin schon total neben der Spur bei der Scheiße, die hier passiert. Was machen eigentlich meine Sammler? Genau. Das meinte ich, das passiert leider ab und zu. Dann steht auf einmal einer irgendwo rum. Klick dahin. Einheit bereit. Das hatten wir schon vorhin ein paar Mal. Aber der Rest arbeitet noch. Es ist nur der eine, der aufgegeben hatte. Okay. Gut. Ja, und dann werden wir das Massaker so langsam hier mal beenden. Gehen in die nächste Folge. Nächste Folge werde ich, wie gesagt, den Angriff starten.
wir haben hier genug Armee zusammengebaut, hoffen, dass wir oben durchkommen. Wenn nicht, dann müssen wir wieder Ewigkeiten auf Ressourcen warten, aber das kennt ihr ja schon. Und ansonsten bedanke ich mich jetzt soweit fürs Zuschauen. Lasst doch einen Daumen nach oben, da abonniert mich, schreibt mir Feedback. Ich freue mich wie immer über jeden Scheiß und sag mir mal zum Schluss, tschö mit Ö.